Und das sind die Themen der heutigen Sendung. 11. Pflegekongress des SHV Bruckmürz-Zuschlag in Bruck an der Mur. Große Vorhaben der Gemeinde Turnau im Jahr 2017 und das Wetter am Wochenende wechselhaft und mild. Der Sozialhilfeverband Bruckmürz-Zuschlag richtete den 11. Altenpflegekongress aus. Mehr als 600 Teilnehmer verfolgten interessiert die neuesten Erkenntnisse in der Altenpflege. Da muss man sagen, die zweite Medaille dieser Industrie- und Forschungsregion ist immer auch das Sozialsystem. Und dazu müssen wir auch beitragen und dafür müssen wir sorgen, dass es weiter funktioniert. Es fällt auf, dass man Leuten zum Geburtstag gratuliert und nicht zum 50., sondern zum 95. und 100. Ja, ich habe heute über die Margarete Graf gesprochen. Sie ist zu Weihnachten, rund um Weihnachten verstorben. Sie war 103 Jahre alt. Also die Lebenserwartung steigt und das ist eigentlich ein wunderbares Zeichen unserer Gesellschaft. Älter werden, fit und gesund bleiben, ist das Credo der Mediziner und Altenbetreuer. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ja, also im 19. Jahrhundert ist es wahrscheinlich darum gegangen zu überleben, im 20. Jahrhundert eher länger zu leben und jetzt im 21. Jahrhundert geht es darum, möglichst lange gesund zu leben. Da gebe ich Ihnen recht. Ja. Martin Sprenger ist eher ein atypischer Schulmediziner. Seine Philosophie richtet sich vor allem auf das Selbstständigsein und Tun der älteren Menschen. Naja, das ist eine Hypothese. Ja. Also prinzipiell stimmt schon. Ja. Also wir leben nicht nur länger, sondern wir leben auch immer länger gesund. Ja. Aber es gibt riesen Unterschiede in der Bevölkerung. Ja. Also es gibt große Unterschiede zwischen gebildeteren Gruppen und weniger gebildeten Gruppen, sozial schwachen und einkommensstarken Gruppen. Also die Unterschiede werden immer größer. Ja. Aber ich gebe Ihnen schon recht. Ja. Also insgesamt der Trend geht also eher ins Richtung Positive. Ja. Auch für den Mediziner steht es interessant und eine Herausforderung. Ich bin eher untypischer Mediziner, ja, aber ich glaube, die Herausforderung ist eher, dass man im hohen Alter die Perspektive ein bisschen ändert, ja, was gesund ist und was eben nicht gesund ist. Dem Geschäftsführer des Sozialhilfeverbandes gelingt es immer wieder, Teilnehmer und Zuhörer aus dem In- und Ausland zu gewinnen. Wenn wir diese Veranstaltung im Internet ausschreiben, ist normalerweise nach 2 oder 3 Wochen ist die Veranstaltung ausgebucht. Wir haben sehr viele Stammgäste und das heißt, dass die Leute dieses Angebot sehr, sehr gut annehmen und sehr gerne zu uns kommen. Interessant waren die Erfahrungen so mancher Teilnehmer im Auditorium. Naja, für mich ist es wichtig, dass ich jährlich hier auf diesen Kongress komme. Ich unterrichte pflegealte Menschen. Und insofern ist es von hoher Priorität, dass sie diese neuen Erkenntnisse, Werte, Ethik, all diese Aspekte auch in den Unterricht integriere. Und deshalb komme ich auch hierher. Ja, eigentlich sehr viele Informationen möchte ich mir da herausholen wieder. Es gibt immer wieder was Neues. Man lernt immer wieder was dazu. Und es ist auch so, dass man sich austauschen kann, weil andere Kolleginnen auch da sind und dann kann man sich austauschen und man findet auch wieder neue Produkte. Frauen und Männer gleichermaßen teilen sich die Aufgaben im Sozialhilfeverband. Es ist überhaupt sehr spannend, das ist für mich jetzt eigentlich der erste, an dem ich selbst teilnehme. Auch der Brucker Bürgermeister als Gastgeber dieses Kongresses erkennt die Tragweite solcher Veranstaltungen. Soziales kostet natürlich auch, aber da muss man immer wissen, dass dieses Geld ja wirklich bestens verwendet ist, weil es in erster Linie jenen Menschen zu Hilfe kommt, denen es nicht so gut geht im Leben. Und Gott sei Dank haben wir in Österreich ein sehr, sehr gutes soziales Netz und die Gemeinden und Städte leisten natürlich auch einen entsprechenden Beitrag dafür. Dem 11. Altenpflegekongress folgt mit Sicherheit im nächsten Jahr der 12. Altenpflegekongress, wieder in der Bezirksstadt Bruckmürz-Zuschlag. Idealer Zeitpunkt nach der heftigen Frostperiode, die Sonnenstrahlen bei Frühlingstemperaturen zu genießen. Die Marktgemeinde Turnau hat sich im Laufe der Jahre zu einem Mekka Erholungssuchender entwickelt. Die größeren Vorhaben für das Jahr 2017 sind mannigfach. Turnau liegt, wie Sie schon richtig gesagt haben, in der geografischen Mitte des Bezirkes Bruckmürz-Zuschlag. Und nicht nur geografisch ist Turnau die Mitte, sondern Turnau ist auch meistens der Mittelpunkt für sehr, sehr viele Veranstaltungen, für Aktivitäten. Und 2017 wird ein sehr ereignisreiches Jahr. Wir haben etliche Bauprojekte bei uns heuer am Programm, ob es die Sanierung unserer Kirche in Seewiesen ist, ob es dann Neubau unseres Feuerwehrrüsthauses ist, die Sanierung des Kindergartens, Infrastrukturprojekte, Projekte, die die Trinkwasserversorgung und die Trinkwasserversorgung
Trinkwasserkapazität in unserem Ort verbessern werden. Also vieles, vieles wird heuer bei uns in Turnau baulich gemacht. Und auch was Veranstaltungen betrifft, haben wir heuer einiges vor. Eine Bundesjahrangelobung wird es geben. Der jagdliche Advent findet natürlich wieder statt. Und es wird auch einen Bereichsfeuerwehrtag bei uns in Turnau geben. Interessant ist das schon mit der Trinkwasserversorgung. Turnau liegt ja inmitten der diversen Wasserfälle und der Wasserzuführungen nach Wien. Warum ist das erst jetzt passiert? Es ist so, dass wir 2015 draufgekommen sind, das war ein sehr, sehr trockenes Jahr, Sommer genauso wie Winter, dass es zwar untypisch für eine wasserreiche Region wie die Hochschwabregion, in der Turnau liegt, aber dennoch hat es hier Engpässe gegeben, was die Trinkwasserversorgung für unsere Bevölkerung anlangte. Und daher haben wir gesagt, müssen wir dieses Projekt nun angehen. Ein Projekt, das bereits seit den 1960er Jahren bei uns diskutiert wird und nun endlich zur Umsetzung kommt. Es wird ein Hochbehälter im Maurergraben errichtet werden und eine zusätzliche Kammer im Hochbehälter in Göhrich, sodass wir die Trinkwasserkapazität dann in Turnau mehr als verdoppeln werden. Dass eine Marktgemeinde auch einen griffigen Schwerpunkt aufzuweisen hat, ist bekannt und erfreulich. Die Kultur spielt ihre Rolle in diesem Ort. Überhaupt der Mittelpunkt, wie das im heurigen Jahr ist, ist der Karl Marais. Und wer Karl Marais sagt, der denkt sofort an das Nudel. Und diesem Karl Marais ist heuer eine große Ausstellung gewidmet, und zwar mit dem Thema Verwalter, Dichter, Menschenfreund, wobei besonders das Letzte eigentlich für mich besonders interessant ist. Er war ein sehr, sehr geistreicher, humorvoller und intelligenter Mensch. Der Tourismus zählt heute zu den wichtigen und erfolgreichsten Wirtschaftsfaktoren. Die gemeinsame Lebensader zu vervollständigen, zu bewerkstelligen, zu erneuern, zu verschönern. Tourismus alleine kann nicht mit einer funktionierenden Infrastruktur leben und auch nicht überleben. Das ist unser gemeinsames Ziel, das Wohl für den Gast sowie auch für den heimischen Bewohner, der auch mit großer Freude auch jugendliche Ergänzungen findet. Wir haben viele junge Familien, die sich wieder ansiedeln, die bauen, und das ist unser gemeinsames Vorhaben, Turnau einfach lebens- und liebenswert zu gestalten. Das sakrale Umfeld in der Region um Turnau spielt schon seit langem eine große Rolle für die Glaubensgemeinschaft. In Zukunft wird intensiv an den baulichen Verbesserungen gearbeitet. Naja, das hat sich grundsätzlich ergeben aus der Tatsache, dass unser Bürgermeister vor der Wahl schon versucht hat, diese Kirche St. Leonhard in Seewiesen, die eine Filialkirche der Pfarre Turnau ist, wieder zu sanieren. Der weltberühmte Wallfahrtsort Mariazell ist sozusagen die Krone dieser Region. Genau, die wollen wir auch wieder zusätzlich noch aufleben lassen. Die Kirche St. Leonhard in Seewiesen wird ja aufgrund ihrer wundervollen Lage und aufgrund dieser wunderschönen baulichen Anlage auch das steirische Heiligenblut genannt. Und in diesem Sinne wollen wir das wieder aufwerten und wieder nach der Generalsanierung so in dem Glanz erstrahlen lassen, wie es hier eben zukommt. Bald ist die Zeit wieder da, in der tausende Menschen diese weltberühmte Pilgerstätte besuchen werden. Heute war es zunächst nebelig. Nach Nebelauflösung war es meist sonnig und mild mit Höchstwerten um die plus 10 Grad. Das Wochenende wird ebenfalls wechselhaft mit Sonne und milden Temperaturen zwischen plus 7 und plus 11 Grad.